Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, willkommen zu der 20. SVP-Delegiertenversammlung hier aus dem Schützenhaus im Albisgütli. In diesem grossen Saal, da, vielleicht kann man noch kurz zeigen, treffen sich heute Abend einige hundert SVP-Mitglieder. Mit dabei ist auch der Martin Betschart. Schön, bist du heute mit mir hier auf dieser grossen Bühne. Was heisst einige hundert SVP-Leute? 1500 insgesamt sind da und warten mit voller Spannung, was da heute Abend passieren wird. Alle sind gespannt auf die Rede von Christoph Blocher. Von den kantonalen Parlamenten und Regierungen, aus den Gemeindebehörden, liebe Gäste aus der Politik, Wirtschaft und Armee, liebe Freunde von der Schweizerischen Volkspartei, sehr verehrte Gäste, chers amis de la Suisse romande, j'ai entendu que vous avez des traducteurs, alors je parle suisse-allemand, c'est bien traduit pour vous. Cari amici della Svizzera italiana, liebe Frauen und Männer. Sie haben mich im November vom letzten Jahr zur 20. Albisgütli-Tagung als Bundesrat eingeladen, an die Jubiläumsveranstaltung 20 Jahre Albisgütli. Das allein lohnt sich ja da hinzukommen, es muss gar niemand reden. Sie müssen mal das Bild anschauen, aber das sehen Sie nicht, aber ich sehe es. Aber Sie haben mich eingeladen als Bundesrat und gekommen ist heute ein abgewählter Bundesrat. Wenn mir die Organisationen mitteilt haben, haben gerade nach der Wegwahl besonders viele Interessierte wollen ins Albisgütli kommen. Offenbar gehören die Leute lieber einen abgewählten Bundesrat als einen amtierenden. Aber das ist ja auch verständlich, es gibt ja mehr Amtierende als Abgewählte. Ein Abgewählter hat also einen Seltenheitswert und Sie sehen, ich bin bereits ein Sonderfall seit dem 12. Dezember, schon wieder. Aber liebe Frauen und Männer, kommen wir zur Sache. Ich bin gewählt worden im Bundesrat 2003 mit dem Auftrag, mich für die Schweiz und die Schweizer Bevölkerung einzusetzen für das Wohl. Ich habe das während 4 Jahren nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Ja, ich muss auch sagen, es ist mir eigentlich mehr gelungen, als ich am Anfang gedacht habe. Aber leider auch hat es Sachen gegeben, namentlich auch grosse Sachen, wo ich unterlegen bin im Bundesrat. Meine Damen und Herren, ein riesiges Echo ist dann meine Abwahl gewesen. Das zeigt, dass viele Bürgerinnen und Bürger das Ganze nicht verstehen können. Ich habe ganze Wäschzeilen voll Brief von den Bürgern. Noch heute, ist ja schon lange her, die Abwahl. Wo mich jeden Tag noch Stoß von Briefen über, von Bürgern, die zum Ausdruck bringen, dass sie traurig und empört sind. Sie reden von Intrigen, von hinterhältigem Verhalten von Parlamentariern, Entwürdigung vom Parlament. Viele schreiben, sie hätten den Schlaf nicht mehr gefunden. Ein Arzt hat mir gesagt, er hätte an dem Tag Patienten gehabt, die gekommen sind, am 12., weil sie das so erschüttert hat. Viele Leute schämen sich für das Tun von Volksvertretern. Das sind Stimmen. Wenn ich die Briefe anschaue, ist es mehr das Motiv und die Hinterhältigkeit, die erschüttert, als die wahre Sache von einer Abwahl. Meine Damen und Herren, ein Haufen Bürger schreiben auch, sie hätten Verbarmen mit mir persönlich. Ich danke, aber ich muss Ihnen sagen, es ist wirklich nicht nötig. Nein, Sie wissen gar nicht, wie viel Vorteil mir als ehemaliger Mitglied vom Bundesrat zustehen. Da kann ich Ihnen schon ein paar Beispiele nennen. Es wird mir von der Bundesverwaltung so Trostspenden mitteilt. Also sagt denen so, wenn ich dann einmal sterbe, habe ich das Anrecht, dass mindestens 2 Mitglieder vom Bundesrat an meine Beerdigung kommen mit 2 Weibel.
Gut, ich habe dann gesagt, ich werde alles dran setzen, dass ich erst nach dem Rücktritt von den heutigen 7 Bundesräten sterbe. Aber es geht noch weiter. Sie schreiben, dann sollte mal meine Frau noch sterben. Dann hat die Frau auch noch das Anrecht, aber nur auf einen Bundesrat und ohne Weibel. Also Sie sehen, meine Frau und ich, wir können unserer Beerdigung getrost entgegenschauen. Da hat man mir gesagt. Aber es geht noch weiter. Sie schreiben, dann sollte mal meine Frau noch sterben. Dann hat die Frau auch noch das Anrecht, aber nur auf einen Bundesrat und ohne Weibel. Also Sie sehen, meine Frau und ich, wir können unserer Beerdigung getrost entgegenschauen. Da hat man mir gesagt, als abgewählter Bundesrat, gemäß Reglement kriege ich dann ein Geschenk zu gut im Wert von 10.000 Franken. Dann ist noch gesagt worden, ich könnte auch im Magazin, wo die Gaben der ausländischen Staatschefs sind, wo die der Eidgenossenschaft gebracht haben, die könnte ich auch etwas auslesen, wenn ich will. Und da habe ich gefunden, das sei eigentlich eine gute Idee. Ich könnte mir zum Beispiel das Geschenk holen, wo die Chinesen, die sie letztes Mal gekommen sind, uns geschenkt haben, könnte ich jetzt nehmen als mein Geschenk. Und weil ja der Pastor Augusta jetzt Präsident geworden ist, könnte ich ihm das schenken. Weil er ja Präsident ist und weil er ja gern reist, geht er sicher auch das Jahr auf China, dann könnte er es den Chinesen schenken. Und wenn die Chinesen wieder in die Schweiz kommen, könnten sie es wieder uns schenken. Und wenn einer zurücktritt, kann man es wieder ihm schenken. Und Sie sehen, das ist noch meine letzte Erfindung und mein letzter Sparbeitrag an die Eidgenossenschaft. Das würde gar niemandem etwas kosten und alle hätten eine riesen Freude und sie hätten mal Geschenke bekommen. Aber Sie können ruhig sein, wenn Bundesräte reisen, sind einige Geschenke nicht das teuerste. Aber normalerweise ist es leider so, werden auf sonnigen Reisen ziemlich viel Geld verteilt. Ich habe hier einen Bericht gelesen, im letzten Jahr, am 31. Juli, der Schaffhauser Nachrichten. Die haben geschrieben, wenn Bundesräte reisen, und das geschieht naturgemäß zur Sommerzeit, dann wird gewiss gearbeitet, aber vor allem viel Geld verteilt. So brachte Pascal Couchepin beispielsweise 4 Millionen Franken in die Mongolei, Doris Leuter 12 Millionen nach China und Vietnam und Frau Calmirey überprüfte die 400 Millionen Franken, die nach Afrika geflossen sind. Ein Kostenprogramm zu den ausgedehnten Reisen, ein Kontrastprogramm zu den ausgedehnten Reisen seiner Kolleginnen und Kollegen, so die Schaffhauser Nachrichten, absolvierte Christoph Blocher, dem Vernehmen nach seinen Gesprächspartner in Amerika einzig Basel-Leckerl überreichte. Aber da muss ich Ihnen sagen, die haben wirklich frei gehabt. Erstens haben sie es noch nie bekommen. Zweitens, das sind alles Leute von der höchsten Sicherheit. Und dann habe ich gesagt, ihr dürft ja nichts essen entgegennehmen. Hier in der Zeit des Terrorismus müsst ihr ja aufpassen, dass ihr nicht noch vergiftet werdet. Aber Basel-Leckerli könnt ihr essen, das ist dann eine familieneigene Produktion. Da hat es gegessen. Meine Damen und Herren, Betroffenheit ist gross. Bürgerinnen und Bürger fragen mich besorgt, was tun wir denn jetzt, wenn sie weggewählt sind? Die Antwort ist ganz einfach. Weitermachen! Weitermachen! Das ist doch unsere Aufgabe. Für mich persönlich heisst das, gleich machen, wenn ich 30 Jahre lang gemacht habe, einsetzen für die Schweiz.
Ich kenne die Welt. Ich weiß, wie es in den anderen Ländern aussieht. Früher als Unternehmer. Und im Bundesrat war ich, habe ich auch reisen müssen, habe ich nicht mehr so in die Länder gesehen. Da siehst du ja nur die offiziellen Sachen, das ist ja nicht das Leben. Aber ich kann Ihnen sagen, unser Land, wenn wir es recht machen, hat sonnige Vorteile. Wir setzen uns ein für die Schweiz, unsere Heimat. Für unsere Schweizerinnen, dass es ihnen gut geht. Für unsere Schweizer, dass es ihnen gut geht. Für unsere Kinder, für unsere Jugend. Das ist doch unsere Arbeit. Ich habe in der Politik noch nie etwas anderes gemacht. Als Gemeinderat, Zürcher Kantonsrat, Präsident von der Zürcher SVP, während 24 Jahren im Nationalrat und dann besonders intensiv natürlich und vollamtlich als Bundesrat während 4 Jahren. Immer ist die Schweiz, die Wohlfahrt von unseren Bürger, die Freiheit und die Sicherheit im Mittelpunkt gestanden. Meine Damen und Herren, und das Verdienst, dass wir da weiterfahren. Ein Sekundarlehrer aus dem Kanton Graubünden schreibt mir, Volksstimme ist nicht mehr im Bundesrat vertreten. Man hat das Volk aus dem Bundesrat geworfen. Volksseele ist tief verletzt. Eine Mutter mit 5 Kindern schreibt mir, das Parlament hat sich vor laufender Kamera selbst entwürdigt, obwohl das gleiche Parlament bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit die Würde des Parlaments und die Würde der Institutionen hochleben ließ. Sie hat es am Fernsehen gesehen. Wenn ich die Haufen empörten Briefe aus der Bevölkerung lese, liebe Frauen und Männer, dann sehe ich die Leute, ihren Wohnungen, über die Festtage, an ihren Stuben und Küchentisch sitzen. Viele einfache Leute sind darunter. Sie schreiben 2-3-seitige Briefe, viele von Hand, schön geschrieben. Sie schreiben tiefe Gedanken über unser Land, schöne Gedanken. Über unsere Politiker weniger schöne Gedanken. Die Leute schämen sich. Ich habe gar nicht gewusst, dass das Bild so ausgesehen hat, was sie am Fernsehen gesehen haben, weil ich das auch selber nicht so gesehen habe. Das muss ihnen so Eindruck gemacht haben, gesagt, ist denn das möglich? Hinterhältigkeit, Neid, Hass sind auf den Gesichtern der Parlamentarier geschrieben. In Haufen Briefe kommt das zum Vorschein. Gestern hat mir ein Arzt geschrieben. Der hat gesagt, ich bin nicht bei Ihnen. Ich bin auf einer anderen Seite. Aber meine Leute sind so dumm wie sicher. Ich komme jetzt auch auf Ihre Seite. Nein, ich zitiere nur. Er hat gesagt, jetzt haben sie sie noch zum Märtyrer gemacht und hat latinisch unten angeschrieben, es besteht die Volksweisheit, sanguis martyrum est semen ecclesiae. Ich musste zuerst nachschauen, was das alles heisst. Ein paar Sachen habe ich noch herausgefunden. Das Blut der Märtyrer sagt der Samen der Kirche und hat unten angeschrieben, das sollten Sie als Pfarrerssohn wissen. Das ist ja schon lange her, ich habe es nicht mehr gewusst. Aber es hat natürlich etwas, das merke ich jetzt, die Leute, die sagen, also der hat man rausgejagt, das ist nicht recht. Die Bürger merken offenbar, dass es bei deren Abwahl weder ums Volkswohl noch ums Wohl vom Land gegangen ist, auch von einer Leistung nicht zu reden. Darum hätte ja alles müssen heimlich, ohne transparent und verlogen zugehen. Wissen Sie, es war nicht einfach im Bundesrat und es ist, das sage ich, erzähle ich Ihnen jetzt, weil die Fortsetzung wird dann nicht einfach. Kaum bin ich gewählt gewesen, haben natürlich die Sozialdemokraten und die Grünen gesagt, den müssen wir jetzt 4 Jahre plagen. Sie hat alles verfolgt, was man kann, das habe ich gar nicht so gemerkt. Schauen, hat es irgendwo ein Fehler, müssen wir sofort aufschreiben.
Es hat nachher ein Buch rausgegeben, da habe ich die Fehler gesucht. Und ich dachte, ich habe gar nicht gewusst, dass ich so wenig Fehler gemacht habe in diesen 4 Jahren. Also wirklich, so ein Blödsinn. Aber sie haben es nur bei einem gemacht. Und sie haben, das war meine düsterste Sache, versucht, wie kann man den Blocher rauslupfen vor den Wahlen? Wie kann man zwingen, zurückzutreten? Sie haben das mitbekommen, vielleicht haben sie es gar nicht gemerkt. Der schwärzeste Tag war der 5. September. Ich bin im Bundesrat gesessen, nichts ahnend. Da hat plötzlich einer den Antrag gestellt und gesagt, ja, man sollte einen Professor bestimmen von außen, der den Justizdirektor betraut. Das sei da in den Zeitungen Gerücht, er sei da in einen Komplott involviert. Dann habe ich gesagt, was, sind beide verrückt, was ist da los? Ja, es ist wahrscheinlich schon nichts dran, aber man weiß es ja nie. Ja, wir glauben schon, dass du nichts gemacht hast, aber wir müssen vorsichtig sein. Dann habe ich gesagt, ja, wie lange soll denn das gehen? Ja, in einer Woche kommt es ja dann aus, dann kommt der GPK, es hat etwas mit der Geschäftsprüfungskommission zu tun. Dann habe ich gesagt, ja gut, also, dann können wir ja eine Woche warten, dann kommt es ja aus. Nachher haben sie festgestellt, was passiert ist, oder? Ich bin nicht zahnen und gehe zu Mittag essen. Es ist einfach kein Bundesrat. Der Guspe war an der Presse und hat dort so fallen lassen. Es ist dann da etwas los. Und ich bin Mittagessen zurückgekommen, sagt mir der Informationschef. Sie, was ist da los? Alle Journalisten rufen da. Fragen, wenn sie zurücktreten und was da los ist mit dem Komplott und was da in der Bundesratssitzung gelaufen ist, habe ich gesagt, ich weiß von nichts. Hat er gesagt, ja, wir haben über 40 Anfragen. Sag ich, ja, da kann ja nicht jeden Einzelnen beantworten. Da wird ja, braucht er 3 Tage. Habe ich gesagt, gut, um 5 Uhr kann ich von der Presse, da können sie Fragen stellen und ich antworten. Und ich habe gesagt, ich wüsste von nichts, da habe ich nichts von nichts gewusst. Und so haben sie dann gesehen, ist dann plötzlich gesagt worden, ich sage ihnen, Komplott hier verwickelt. Wir haben Unterlagen gefunden mit verschiedenen Handschriften und Bundesanwaltschaft und mit einem Kriminellen zusammengegangen. Wissen Sie, das ist ja peinlich, wenn Sie von nichts wissen, oder? Nein, weil, ja, das ist, dann sagt man, ja, es hat noch nie einer gesagt, wo man bezichtigt hat. Das sei nicht wahr gewesen. Da muss ich sagen, das ist für mich ein Telefon gewesen, als ich heimgefahren bin im Auto, läutet mir der Nationalrat Mörgelis Auto an und sagt mir, du, sie rufen hier in Bern Krisen aus. Aber du, die Unterlagen habe ich dann alle geholt. Ich weiss, um was das geht. Und dass in der Zeitung gestanden ist, habe ich das gemacht. Es ist alles ein fertiger Stumpfsinn, ein Blödsinn. Hätte sie am anderen Tag können offenlegen können. Da ist alles zusammengefallen. Wollen Sie mal schauen, was der Plan war. Nämlich, die Geschäftsprüfungskommission hat gesagt, die Originalunterlagen, die das belegen, kommen erst in ein paar Monaten. Weil das müssen wir in Deutschland holen und das können wir lang können zeigen. Also ich hätte mich nicht können heben. Wenn Sie klar sind, ein Justizdirektor, der verdächtigt wird von der Bundesanwaltschaft, vom Bundesrat und von der Geschäftsprüfungskommission, hätte sich nicht können heben. Ich hätte zurücktreten. Da hättet ihr schon gesagt, in der Partei, das geht doch nicht. Könnt ihr den Justizdirektor an, der da involviert ist. Da hättet ihr immer müssen sagen, nein, das ist nichts wahr. Ja, wenn drei das sagen. Hä? So ist, also Sie sehen, es ist nicht einfach gewesen. Ich habe selber an dem Tag zum Glück nicht gemerkt. Ich habe erst am Sonntag drauf habe ich gemerkt, was da abgelaufen ist. Also ist das misslungen. Das war ja der Grund, warum unsere Partei gesagt hat, so, jetzt müssen wir sagen, dass da kein Plan sind, um den Blocher abzusetzen und wir sind dann in die Wahlen Blocher stärken. Dann ist die Abwahl gekommen und jetzt ist wieder nicht aufgegangen. Sie hat natürlich gemeint, jetzt ist er draußen. Jetzt redet man nicht mehr von ihm. Ich musste dort die Arena, da haben die anderen Parteien gesagt, wir kommen nicht und haben dem Fernsehen gesagt, sie sollen mal aufhören, immer über mich reden. Jetzt sage ich ja abgewählt. Sagt das so viele Wochen her und man ist noch über nichts anderes. Ja, da kann ich auch nichts dafür. Ich habe ja schön geschwiegen. Und dann muss ich Ihnen sagen,
Es geht weiter. Gestern lese ich in der Zürich Zeitung, dass da jemand irgendetwas gemacht hat. Könnt ihr schauen. Gestern lese ich in der Zürich Zeitung, dass auf der vordersten Seite von dem Weltblatt steht, geschrieben, Blocher hat keine Immunität mehr. Jetzt wird schön, jetzt kann man dann die Immunität, kann man dann vom Blocher, wie sie aufgehoben ist, jetzt gerichtlich auf den los und auf den losgehen. Gut, kann da noch jemand schauen da, weil, können wir noch sitzen da? Der eine hat da Ding losgelassen, hm? Ja, ja. Gut. Also ich rede weiter, ich habe schon müssen in meiner Karriere auch mit Tränengas reden, nur dass Sie es wissen. Es gibt immer derjenige, die können nicht haben, dass mit der Demokratie einen Vortrag hat, zusammen ist. Bleiben Sie ruhig. Ich hoffe nicht, dass Sie vielleicht etwas vor die Nase anheben. Also, es ist natürlich jetzt ein bisschen unangenehm. Ist jemand da von der Organisation? Ja. Ist von der Lüftung. Wie? Ist von der Lüftung. Ah, ist eine technische Panne. Gut. Und jetzt, was machen wir? Gut. Gut, das Bessere wieder. Gut. Ich habe schon gemeint, es hätte einer noch vorne etwas abgelassen, wo ist nicht wo. Nun, meine Damen und Herren, nehmen wir die aufregende Seite. Das ist jetzt die eine Seite, die ich Ihnen zeigen habe. Auf der anderen Seite stelle ich fest, dass die Sympathie gegenüber der Schweizerischen Volkspartei seit hier enorm zunimmt. Man hätte ja mit dieser Wahl nicht eigentlich meine Person treffen wollen, das müssen Sie sehen, sondern die erfolgreiche FVP abstrafen. Bis dann über 10.000 Leute spontan einer Partei beitreten, meine Damen und Herren, und das ist passiert, das braucht dann sehr viel. Aber das ist jetzt gesehen. Jetzt weiss ich plötzlich nicht mehr recht, in den letzten Tagen, ist der 12. Dezember eigentlich ein Tag von der Niederlage gewesen oder vom Erfolg? Plötzlich läuft alles auf die Seite. Unsere Gegner sind ein Teil von dieser Kraft, die immer das Böse wollen, aber es trotzdem das Gute dem Führer bringt. Da haben wir schon vor der Wahl gesehen. Es ist einfach so. Also machen wir weiter. Dank der guten politischen Arbeit von unserer Partei ist die SVP zur stärksten Partei geworden und das hat unseren Gegner natürlich nicht gepasst. Alle Parteien haben das Ziel klar verfehlt und darum haben sie gesagt, die Partei muss man abstrafen. Aber meine Damen und Herren, ich bin zwar aus dem Amt gejagt worden, aber nicht aus der politischen Arbeit. Das haben sie nicht fertig gebracht. Aber, meine Damen und Herren, es ist ein Faktum, das ist natürlich bedauerlich, aber da können wir nichts dafür. Die SVP, die einzige bedeutende Kraft, die sich für die Unabhängigkeit von dem Land einsetzt, für die dauernde Neutralität, gegen den EU-Beitritt, für Steuersenkungen, für sparsames Haushalten, gegen die Ausuferung vom Staat, gegen die Missbrüche im Asylbereich, gegen die Jugend- und Ausländerkriminalität, wo fast 30% der Leute gewählt haben, das hat es noch nie gegeben in der Schweiz, ist im Bundesrat nicht mehr vertreten. Also, meine Damen und Herren, wir machen die Arbeit außerhalb und wer außerhalb der Regierung ist, in der Opposition. Dauernd wird gefragt, ob die SVP soll in die Opposition gehen soll, meine Damen und Herren. Wir gehen nicht in die Opposition, wir sind in der Opposition. Wenn sie rausgefallen werden, haben sie keine andere Möglichkeit. Und darum, ich freue mich, dass das der Schweizerische Parteivorstand beschlossen hat und am 1. März vorliegt. Die SVP muss so lange in der Opposition bleiben,
bis das Parlament die von der SVP vorgeschlagenen und ihre genehmen Vertreter in die Regierung wählt. Es hat keinen Wert. Es ist unglaubwürdig von so einer grossen Partei mit so einem klaren Programm, wo nachher Leute in der Regierung hat, die das Gegenteil vertreten. Da sagen doch die Leute, ja, was ist denn da los? Drum, und wir müssen die Vertreter selber bestimmen. Selber bestimmen. Meine Damen und Herren, die Opposition ist nicht etwas, was nicht wichtig ist. Wo alle nämlich mitregieren, ist die Gefahr gross, dass niemand mehr Licht ins Dunkel von Unfähigkeit, von Misswirtschaft bringt, wo das Licht fehlt. Entsteht auch Vetterli-Wirtschaft, Sauhäfeli, Saudeckli-Mentalität, Misswirtschaft, Korruption. Die Opposition ist frei. Ich merke bereits, das ist ja noch nicht lange her, wenn ich viel freier mich kann bewegen. Ich merke auch, wenn ich würde jetzt heute Abend Ihnen als Bundesrat ganz einen anderen Vortrag haben, weil ich dann Bundesrat wäre und das müsste ich vertreten. Und auch die Opposition ist nicht jemand. Ich bin heute Nachmittag eine Fernsehaufnahme machen da für heute Abend die Arena. Da hat einer gesagt, aber das ist doch nichts. Jetzt sind Sie in der Opposition nur destruktiv tätig gewesen. Ich habe dann müssen sagen, Sie wissen gar nicht, was das ist, eine Opposition. Opposition heisst doch nicht destruktiv tätig sein und nur abbrechen. Die Oppositionsarbeit ist außerhalb der Regierung und verfolgt die gleichen Aufträge, wie wenn wir drin wären. Das Wohl vom Land, vom Volk, ist identisch mit unserem Programm, wo wir ja vorgelegt haben vor den Wahlen. Vertrag mit dem Volk. Meine Damen und Herren, das ist unsere Aufgabe. Jetzt, was heisst das konkret? Ich bringe zwei Beispiele, sind wir zumindest drin. Wenn wir sagen, wir wollen die Unabhängigkeit vom Land. Wir wollen eine unabhängige Schweiz. Ich weiß, und das habe ich erlebt im Bundesrat, ein grosser Teil sowohl vom Parlament, von den heutigen Regierungsmitgliedern, von der Verwaltung, die wollen die Unabhängigkeit im Grunde noch nicht mehr. Es ist für sie viel einfacher, wenn wir zum Beispiel in der EU wären. Dort sind alle für alles verantwortlich, niemand für etwas, bist gut gezahlt, hast nicht das lästige Volk auf dem Buckel, wo der immer da Vorlagen ablehnt. Wo sie die immer in die Kantone raus und Angst haben, dass sie die Regierung über den Tisch zieht. Das ist schön da draussen. Glorreich. Aber das ist nicht das Interesse vom Volk. Es geht auch nicht nur um den EU-Beitritt, meine Damen und Herren. Es ist ein grosser Trend, dass ausländische Staaten, ausländische Organisationen, internationale Gremien immer mehr Sagen haben in unserer opponiert, heisst das, gegen alle Bestrebungen, die das Selbstbestimmungsrecht unterlaufen. Wir müssen auch aufpassen, dass wir hier den Schalmeitönen, Bilateralismus, bilaterale Verträge, das sind unser Weg, was wir hier alles akzeptieren, meine Damen und Herren. Bei den bilateralen Verträgen lohnt es sich, mal die Sache anzuschauen. Wo wir den EWR bekämpft haben, haben wir gesagt, wenn wir Probleme haben mit dem Ausland, lösen wir das mit einem Vertrag. Das ist schon 700 Jahre lang so gemacht worden. Das ist der bilaterale Vertrag, das heisst der zweiseitige. Da hat die Regierung gesagt, nein, ihr müsst dem EWR zustimmen. Nachher gibt es nur noch den Multinationalismus. Da kann man nur noch multinational verkehren mit Organisationen. Dumme Zeug. So viele Verträge haben wir noch gar nicht gemacht, wie sie da. Und jetzt sagen sie, ja, das ist die grosse Errungenschaft, der Bilateralismus, wie wenn das eine neue Zeitepoche wäre. Die dauert, wie gesagt, über 700 Jahre schon. Wenn man mit dem anderen Problem hat, macht man einen Vertrag. Aber ich kann Ihnen jetzt auch feststellen, sagen, eine erste Feststellung. Es ist nicht so, dass wir jetzt noch lebenswichtige Sachen hätten, die wir müssten lösen mit der EU. Das sind ganz zweitrangige Sachen,
wo wir noch mit denen müssen lösen. Ist nice to have, ist so. Ja, ja. Ja, wenn man es hat, ist gleich, und wenn man es nicht hat, ist auch gleich. Es ist Nebensache. Es hat keine überlebenswichtige oder essentielle Sachen drunter. Aber es hat Sachen drunter, die zugunsten von der EU sind. Eindeutig. Und da dazu gehören zwei Sachen. Das ist die Ausweitung von Personenfreizügigkeit auf Rumänien und Bulgarien. Und dort ist die EU der Demandeur, sagen sie in Bern, oder? Reden ja gebildet, Demandeur. Das heisst auf Zürichdeutsch, der klopft die EU bei uns als Bittsteller an der Tür. Das ist die Situation. Wir brauchen doch für die Schweiz, also was ich da letztens gehört habe, wir brauchen das dringend wegen den Arbeitskräften. Sie, wir können Arbeitskräfte haben in der Schweiz, so viel wir wollen. Wenn wir es holen wollen, kommen die von überall her. Ich habe ja in Bern das Bundesamt für Migration gehabt. Wir haben ja vor allem müssen schauen, dass nicht zu viele gekommen sind. Nicht, dass zu wenig kommen, sondern nicht zu viele gekommen sind. Und wenn man sagt, man hätte eine Konjunktur gehabt, letztes Jahr wegen dem bilateralen Personenfreizügigkeitsabkommen, ist das nochmal die Auszüge. Weil wir die Leute eingelassen haben, das hätten wir auch vorher noch auf ohne Vertrag können machen. Weil wir sie eingelassen haben, zum Arbeiten, hätte man die hohe Nachfrage können befriedigen. Weil eine gute Konjunktur war, hat man viele Arbeitskräfte gebraucht. Aber jetzt geht es um Bulgarien und Rumänien. Da will die EU unbedingt, dass wir das machen. Warum? Sie müssen sehen, die haben in ihren Staaten nämlich mit diesen Ausweitungen Schwierigkeiten mit der Bevölkerung. Und die kann kein Volk darüber abstimmen. Sie möchten gern, dass die Schweiz ja sagt. Stellen Sie mal vor, die Italiener müssen jetzt abstimmen über Personenfreizügigkeit mit Rumänien. Ja, meine Damen und Herren. Aber sie möchten gern, dass man sagen kann in der EU, schauen, die Schweiz hat demokratisch abgestimmt. Ich begreife ja das. Ich begreife ja das. Aber das wird die EU. Das Gleiche ist mit dem Elektrizitätsabkommen. Wir sind die Drehscheibe in Europa. Wir brauchen kein so ein Abkommen. Aber die EU braucht es. Jetzt sage ich nicht, wenn ein anderer etwas braucht, das man nicht verhandelt. Aber meine Damen und Herren, wir verschwiegen heute, und das ist die gefährlichste Situation. Die EU, und da ist sie, klopfen sie nicht nur an die Tür, sondern sie droht bereits. Die will, dass man in der Schweiz Steuergesetz ändert nach ihrem Sinn. Kantonale Steuergesetze abändert. Bei einem souveränen Staat wie die Schweiz kommt man jetzt außerhalb der Verträge und sagt, wir fordern, dass ihr eure Steuergesetze ändert, damit die Leute bei euch nicht weniger Steuern zahlen als bei uns. Meine Damen und Herren, jetzt wird es ernst. Jetzt geht es um die Steuerhoheit, die Souveränität, und das ist gefährlich. Der Bundesrat hat vor der Wahl klar gesagt, das ist eindeutig, das ist ja nicht einmal verhandelt. Also wir führen Gespräche und Konsultationen, aber das sind keine Verhandlungen. Ja, ich hoffe, Theo merkt den Unterschied auch. Meine Damen und Herren, und was macht die EU? Sie tut langsam vorgehen in dieser Sache. Sie wartet zuerst, bis die Wahlen vorbei sind. Dann kann sie warten, bis wir die beiden Abkommen unterschrieben haben. Und dann geht es los. Es hat einen Zufall willen. Als ich hier hingefahren bin, habe ich im Radio Echo der Zeit gehört. Da sagt der Botschafter in der EU, heute Abend, die EU werde also mit aller Macht wird sie das bei uns durchdrängen. Da gäbe es nichts zu wollen, das sei ihnen zuvorderst. Nun werden Sie sagen, nicht alle EU-Staaten sind so glücklich, das stimmt. Aber bis jetzt hat noch keiner gegen das Verhandlungsmandat gestimmt. In dieser Situation sind wir. Und jetzt muss ich Ihnen sagen, wir dürfen doch nicht das Personenfreizügigkeitsabkommen und das Elektrizitätsabkommen und die Zahlungen da, die Kohäsionszahlungen leisten, wenn nicht die EU die Steuerforderungen zurückzieht. Meine Damen und Herren, man muss doch die Sachen verknüpfen. Man kann doch nicht einfach immer da, wie immer, ja, das machen wir noch, man hätte gar nicht verhandeln sollen. Ohne dass man das verfordert hat
Aber jetzt sind wir in der Opposition, jetzt sagen wir, und ich bin froh, dass der Ueli Maurer gesagt hat, der Antrag wäre am 1. März an der Delegiertenversammlung gekommen. Wir ergreifen das Referendum sowohl gegen die Personenfreizügigkeit wie gegen das Elektrizitätsabkommen. Wenn die EU nicht bis zu dem Zeitpunkt erklärt, ein für allemal, nicht für den Moment, ein für allemal sind die Forderungen nach Gestaltungen von der Steuergesetze in der Schweiz nach ihrem Kopf zu machen, das können wir nicht zulassen. Das ist ein Eingriff in die Souveränität. Und das ist nicht nur für die Steuergesetze, die Sie jetzt wollen, wenn wir da den Eingriff haben, ist das grundsätzlich. Meine Damen und Herren, das wollen wir jetzt machen in der Opposition. Gibt es noch einen da drinnen, der nicht weiss, was Opposition ist? Gut, steht niemand auf. Sie haben verstanden. Meine Damen und Herren, das ist ein Beispiel. Ich kann heute Abend nicht alles behandeln. Gleich geht es, wie unsere Forderung ist, es gibt keine Steuererhöhungen. Wir haben den Bürgern versprochen, es gibt keine Steuern, Abgaben und Gebührenerhöhungen. Da müssen wir noch viel härter dahinter. Es gibt auch keinen Kompromiss. Wenigstens hat man in den letzten 4 Jahren einen kleinen Marschhalt können einlegen in dieser Frage und unbedeutende Steuerreduktionen können machen. Aber es geht wieder los. Es geht wieder los. Invalidenversicherung, was meinen Sie? Statt die sanieren, Steuererhöhen. Mehrwertsteuererhöhen, 0,5%. 5 Milliarden nehmen Sie der AHV weg und geben Sie der IV. Meine Damen und Herren, das ist immer die Taktik. Das Geld von einer Kasse in die andere schieben. Immer schauen, wo hat es noch etwas. Und wenn es niemand mehr drin hat, dann können Sie die Steuern erhöhen. Aber all das Geld wird nur erhoben, weil man die Sache nicht machen will. Das Einfachste ist, Fehler immer zudecken mit mehr Geld. Das habe ich jetzt in Bern gemerkt. Immer wenn etwas ist, sagen sie, in der Verwaltung, dann brauche ich mehr Geld und mehr Leute. Das ist wie ein Automatismus. Das kommt, kannst du nicht auf den Knopf drücken. Kommen mehr Geld und mehr Leute, brauche ich. Braucht es gar nicht. Zweitens, wenn einem ein Loch ist, fragt man nicht, habe ich etwas falsch gemacht, dass das Loch da ist, sondern man dort Steuern erhöhen. Das müssen wir bekämpfen. Die müssen sie ja vor das Volk. Mehrwertsteuer ist ja in der Verfassung. Und wenn sie die Lohnabzüge erhöhen, das ist die andere Alternative, dann müssen wir das Referendum ergreifen. Bevor nicht die Invalidenversicherung in der laufenden Rechnung kein Loch mehr hat, reden wir nicht über die Schuldentilgung. Das kommt nicht in Frage. Sie sehen, das sind die Interessen von der Klasspolitik. Immer Steuern holen, Geld holen, zudecken, Probleme so lösen, das ist am einfachsten. Da musst du nichts machen. Und du kannst Geld verteilen, und wenn du Geld verteilst, wird der Bürger zweimal abhängig. Erstens, nimmst du das Geld zum Sack aus. Und wenn du es zum Sack aus nimmst, hat er weniger zum Leben. Dann ist er geschwächt. Und die Politik ist gestärkt. Politik ist gestärkt, der Politiker ist gestärkt. Zweitens, er hat das Gefühl, er könne es wieder verteilen, dann wird der Bürger nochmal abhängig von ihm. Weil, wenn du nicht willst, verteilt er nichts mehr. Also musst du schauen, dass du die Richtige wählst. Und so dreht sich das immer. Jetzt sind wir in der Opposition, jetzt sind wir Partei des Bürgers. Jetzt gehen wir auf die, wo es Zwiespalt gibt. Es gibt ja nicht überall Zwiespalt, aber es gibt Zwiespalt. Dort, wo die Interessen vom Bürger und von den Politikern einen Gegensatz haben. Und wissen Sie, ich habe das selber erlebt. Ich merke es selber, wie schnell man das Geld ausgibt, wenn es nicht das eigene ist. Ein Beispiel, ein ganz kleines Beispiel. Ich muss mich jetzt neu einrichten, weil ich in Bern alles abbrochen habe. Mache ein neues Sekretariat für mich. Ich muss ja wieder ein Sekretariat haben, sonst kann ich ja nicht dem Volk dienen mit euch da, weil ich bin Vizepräsident beim Toni Brunner, da muss ja etwas machen, oder?
Da habe ich gedacht, ja, ich hatte immer zu Bern eine Zeitung im Büro und die Hei, wenn ich nicht sicher weiß. Und ich dachte, ja, da die Hei, da muss ich noch eine fürs Büro reservieren. Ich habe selber sofort gedacht, ja, nun, da kostet ja auch wieder, ist das gescheit, zweimal Zeitung, da kann ich ja nicht einfach nur einmal. Aber zu Bern muss ich Ihnen sagen, ich habe keine 10 Sekunden überlegt. Nein, eine im Büro und eine die Hei. Ist ja klar. Es ist nicht unser eigenes Geld. Und darum muss man vom Bürger her muss man bremsen. Und sie bringen die Ausgaben nie ab zu Bern, wenn sie immer die Steuern erhöhen. Nein sagen müssen sie bei der Steuererhöhung und dann zwingen sie haushälterisch herumzugehen. Und da sind wir auf der Seite vom Bürger. Passen Sie auch auf bei der Invalidenversicherung, wie gesagt, das sei nur befristet. Ja, aber keine Angst haben. Also die Lösungen, die haben einen besonders langen Bart. Ein halbes Mehrwertsteuerprozent von 2010 bis 2016, das ist doch nicht so schlimm. Zur Sanierung von der Schulden von der Invalidenversicherung. Also zuerst muss ich Ihnen sagen, ich würde nie ein Unternehmen sanieren mit Geld, wo laufend jedes Jahr 1,5 Milliarden Verlust macht. Das macht nämlich die IV. Da nützt es gar nicht, wenn sie die Schulden hier abzahlen. Es kommen immer neue wieder dazu. Und zweitens, glauben Sie, dass eine befristete Steuererhöhung jemals aufgehoben wird? Bis jetzt haben wir noch keine einzige befristete Steuer, die man eingeführt hat, aufgehoben. 1985 haben wir die Autobahnvignette eingeführt. Da hat gesagt, das sei nur befristet. 1995, also 10 Jahre später, hat man sie definitiv eingeführt und von 30 auf 40 Franken erhöht. Jetzt ist wieder eine neue Vorlage da, Road Pricing. Das ist nur befristet, weil die Bundesverfassung verbietet, dass man Strassenzölle einführt. Road Pricing ist einfach ein eleganter Ausdruck von Strassenzölle. Aber Sie müssen keine Angst haben, es ist nur befristet. Sie glauben doch nicht, dass das einmal abgeschafft wird. Das längste Provisorium, das wir haben, das stammt aus dem Zweiten Weltkrieg. Es war Krieg, hat da mehr Geld gebraucht, versteht man ja. Am 9. Dezember 1940 hat man einen Bundesbeschluss gemacht zur Einführung der Wehrsteuer. Aber nur befristet. Man hat gesagt, das kommt dann weg. 37 Jahre später, der Krieg ist also schon 37 Jahre vorbei gewesen, im Jahr 1982 hat man es dann schon geändert, indem man den Namen geändert hat, indem man nicht mehr sagt Wehrsteuer, sondern direkte Bundessteuer. Das ist die Wehrsteuer, die man dort abschaffen wollte, sie spüren. Und heute haben wir Milliardensteuern dort drin, die man mal provisorisch eingeführt hat. Also 2006 waren es 14,2 Milliarden gewesen. Die Armee kostet 4 Milliarden. Die ganze Armee, oder? Die Wehrsteuer. Läuft immer noch, der Krieg ist vorbei. Nein. Also Sie müssen wissen, befristet tut man immer, damit man meint, man könne zustimmen. Es hört dann mal wieder auf. Manchmal habe ich das Gefühl, die befristeten Steuererhöhungen in unserem Land sind das einzig Dauerhafte. Und darum, meine Damen und Herren, wir sind jetzt in der Opposition zu dieser provisorischen Steuererhöhung für die IV. Dort sagen wir ein definitives Nein. Und das ist unsere Aufgabe. Merken Sie, was Opposition ist? Das ist es. Wir müssen jetzt nicht mehr Rücksicht nehmen auf irgendwelche Rücksichtnahmen, weil wir im Bundesrat sind. Jetzt sagen wir da Nein. Das ist auch richtig. Wir haben übrigens alle Sachen, die Bedenken haben wir nicht erst jetzt gebracht, wo wir nicht mehr im Bundesrat sind. Ich darf jetzt nicht sagen, ob ich im Bundesrat das auch gebracht habe oder nicht. Weil ich, das ist Amtsgeheimnis. Aber unsere Partei hat es schon vorher gesagt. Aber wenn ich es gesagt habe, merken Sie, bin ich ja nicht durchgedrungen.
bei der Arbeitslosenversicherung. Auch da, jetzt werden die Beiträge erhöht. Weil natürlich die Arbeitslosigkeit hätte eigentlich mehr sollen zurückgehen sollen, wenn die Industrie so läuft. Das ist etwa weh. Das ist also eines der besten Jahre. Also 1989 war noch ein ähnlich gutes Jahr. Da ist natürlich die Arbeitslosigkeit viel mehr zurückgegangen. Das hängt jetzt mit der Personenfreizügigkeit zusammen, weil natürlich viel mehr Leute kommen können. Das hat noch nicht schlimm ausgewirkt, weil ja die Wirtschaft gut läuft. Wir wissen erst, was die Folgen sind, wenn wir einen Einbruch haben, eine Rezession haben. Aber jetzt muss man wieder die Arbeitslosenbeiträge erhöhen, obwohl wir jetzt so gute Jahre haben. Mögen wir die Kosten nicht tragen. Und was macht man? Man tut natürlich wieder Geld holen, statt einmal schauen, ja, stimmt echt etwas an dieser Arbeitslosenversicherung nicht, wie das unsere Partei schon lange sagt. Aber jetzt müssen Sie sehen, es geht nicht nur um die Erhöhung. Jetzt kommen die grossen Schlaumeiereien, das ist neu. Ganz still und leise fängt man jetzt an, Kompetenz verschieben. Nämlich für die Steuererhöhungen auf die Regierung. Die Regierung ist ja der oberste Teil der Verwaltung. In der Schweiz haben wir zu den Steuererhöhungen in der Verwaltung, in der Verfassung. Sie können kein 10% Mehrwertsteuer erhöhen, da müssen Sie die Verfassung ändern. Mindestens müssen die Steuern in den Gesetzen abgesichert sein. Und neu hat es hier einen Passus drin. Der sieht ganz schön aus, der Passus. Da muss ich Ihnen sagen, da. Das ist die Formulierung. Da merken Sie gar nicht. Der Bundesrat soll im Vergleich zu heute etwas flexibler agieren können. Falls der maximale Schuldenstand nahezu erreicht ist, soll er nicht mit der Erhöhung zuwarten müssen, wenn er die Erhöhung bei einem noch vergleichbar günstigen Konjunkturrückstand vornehmen könnte, also noch etwas antizyklisch wirken könnte. Wissen Sie, was das heisst? Ich, Bundesrat, will in Zukunft selber die Arbeitslosenprämie erhöhen, wenn ich will. Das ist Deutsch. Und Sander. Dass wir es anderen nicht verstehen, das ist nicht nur, das liegt nicht am Hochdeutschen, und ich es hier vorgelesen habe, sondern das ist so eine elegante Umschreibung. Aus konjunkturpolitischen Gründen erhebt der Bundesrat in eigener Kompetenz. Nein, sagt mir, das kommt nicht in Frage. Wenn das hier ist, das Gleiche erleben Sie bei der Vorlage, die jetzt da ist, bei der Tabaksteuer. Dort sagt der Bundesrat auch, jetzt erhöht man es massiv. Und dann soll der Bundesrat nochmal Kompetenz bekommen, zum Anfangen erhöhen. Das sind die ersten Schritte. Die Verwaltung erhöht die Steuern selbst. Steuern, Prämien, Abgaben, Gebühren, das ist ja im Grunde noch das Gleiche. Das sind Zwangsabgaben. Das darf eine Regierung, Verwaltung nicht selber. Das muss auf dem gesetzgeberischen Weg passieren, Notfall bis zu der Verfassung. So, meine Damen und Herren, Sie sehen, wir haben viel zu tun. Ich habe nur zwei Beispiele gebracht. Wir haben noch viel mehr. Viel mehr. Aber das sagen wir dann, wenn es so weit ist. Wir wollen ja auch noch nicht alles gerade ausbringen. Aber die Partei muss sich jetzt dahinter machen. Wo opponieren wir? Aber wir opponieren nicht nur, indem wir Nein sagen, sondern wir gehen noch weiter. Wir haben ganze Gebiete, die wir jetzt in Angriff nehmen. Unser ganzes Bildungs- und Erziehungssystem. Meine Damen und Herren, die, die Kinder haben, wissen, von wann ich rede. Wir haben das Schulwesen haben wir überladen an den 68ern, die da ihre Fantasien gebracht haben. Und ich sehe hier im Kanton Zürich, da werden ein Haufen Leute schicken, die Leute in Privatschulen. Weil sie die Volksschule nicht mehr trauen. Ich habe meine vier Kinder noch alle können an die Volksschule schicken. Aber nein, jetzt, überall, 30% der Schüler sind betraut durch Sonderpädagogen und Schulpsychologen und ich weiss nicht was alles. Dann haben wir unglaubliche Zustände mit den fremdsprachigen Kindern, die in der Klasse sind, die anderen haben. Wir müssen die Sache selber gründlich in die Hände nehmen. Also, es ist eine kantonale Angelegenheit, aber es ist natürlich eine Frage,
was ist für ein Geist dahinter. In der Erziehung, in der Schule. Ich sehe heute auch, dass die Lehrer, mit denen können sie zusammengehen. Die sind zwar früher immer alle links gewesen, wahrscheinlich auch heute noch, aber sie kommen nicht mehr durch mit diesen Methoden. Ich habe Briefe von Leuten, die sagen, wir können nicht mehr. Wir können nicht mehr. Wir müssen die Energie dran nehmen. Wir müssen eine unternehmerische Umweltpolitik machen. Wir haben neue Sachen, die wir als Opposition bringen, wenn sie es in Bern nicht akzeptieren, wenn wir den Weg von der Initiative. Sie sehen, wir hocken nicht mehr nur da im Bundesrat und warten, wann er Recht bringt. Der Bundesrat hat bekannt gegeben vor einem Jahr, nicht nur Kernkraftwerke brauchen wir, sondern Kernkraftwerke sind eine Option. Sondern er hat beschlossen, eine dringende Notwendigkeit. In diesem Jahr ist gar nichts gegangen. Die Bundesräte, die verantwortlich wären, um das durchzudrücken, machen Vorträge gegen Kernenergie und so weiter. Da müssen wir klare Linien gehen. Wir brauchen mehr Strom in der Zukunft. Mehr Strom. Auch wenn sie noch so viel Energie sparen, sie brauchen mehr Strom. Das ganze Leben braucht mehr Elektrizität. Wenn sie die alternative Energie nutzen wollen, brauchen sie mehr Elektrizität. Sie brauchen schon gesamthaft weniger Energie, aber mehr Elektrizität. Die Elektrizität wird knapp werden. Das wissen wir. Und sie bauen ja nicht das Kraftwerk von heute auf morgen. Wir sind in der glücklichen Lage, dass es im Kanton Aargau Gemeinden gibt, die bewerben sich schon um ein Kernkraftwerk. Aber man muss etwas machen. Und wir müssen die Stromgesellschaften zwingen, die führen zu gehen. Und das müssen wir fordern. Das können wir fordern. Wir haben keine Abhängigkeiten. Es ist eine saubere Energie. Man ist weniger auslandabhängig. Wenn sie die Gaskraftwerke, dann müssen sie an den Gasleitungen angeschlossen werden. Ist das von der CO2 her natürlich sehr fragwürdig. Sie sehen, wenn man anfängt zu reden, wir hören nicht mehr auf. Was wir alles können und müssen machen, und das machen wir. Darum bin ich glücklich, dass wir jetzt so eine Parteistruktur beschlossen haben. Das ist ganz so modern. Ja? Das ist eine moderne. Das sind sieben Ressorts. Sieben Ressorts, da gehen wir führen. Und da muss ich Ihnen sagen, die werden von uns noch mehr hören in Bern, als eine lieb ist. Sie müssen sehen, bei unseren Hauptthemen, die wir den Bürgern versprochen haben, die Unabhängigkeit von der Schweiz, keine Zwangsabgabenerhöhungen, sondern Steuersenkungen. Und die ganze Ausländerfrage, das Ausweisen von kriminellen Ausländern, das haben wir im Vertrag mit dem Volk in Basel gemacht. Da sehen Sie etwas, wofür die Opposition besonders geeignet ist. Das ist interessant. Es gibt eben Fragen, wie ich schon gesagt habe, wo der Bürger andere Interessen hat als Politiker, nicht in der Natur von der Sache. Und das sind genau die Themen. Für Politiker ist es interessant, in die EU zu gehen. Die Unabhängigkeit vom Land ist kompliziert. Da musst du arbeiten und wirst gemessen und musst wahlen und so weiter. Wenn kannst du in einer Ministerkonferenz hocken, bin ich auch gewesen, 4 Jahre lang. Das ist so sauwohl da innen. Nein, da hockst du also da gemütlich, jeder erzählt irgendetwas. An einer Konferenz bin ich gewesen, da war 2 Tage. Da war am Morgen, am ersten Tag ein Thema gewesen. Und am Nachmittag ein anderes und am anderen Tag wieder ein anderes. Und wenn beim dritten Thema ist, hat der Präsident gesagt, es redet jetzt noch der und der Minister von dem und dem Land zum Thema, das wir gestern am Morgen behandelt haben. Da habe ich dann gefragt, wieso redet denn der jetzt noch zu dem? Ja, ich war gestern nicht da gewesen. Sie sehen, das war die Pola Galerie, damit die Hei übertreibt wird. Sie sehen, dann, wenn unsere gehen, reden im Ausland, wenn du einmal so etwas sagst, im Ausland, da wird in der Schweiz, hast du ein Riesenecho. Wenn sie in der Schweiz sagt, da redet niemand etwas. Und von dem Leerlauf, der kostet ja. Aber der nimmt einem Bürger und den Bürgerinnen immer etwas weg von der Entscheidung. Da müssen wir auf die Seite der Bürger.
In der Steuernabgabegebühr habe ich schon gesagt, da ist der Zwiespruch klar. Wir müssen auf die Seite der Bürgerinnen und Bürger. Die Frage vom Asylmissbrauch vom Ausländer, die mir schlussendlich natürlich auch das Knie gekostet hat, das ist eine unangenehme Frage. Aber meine Damen und Herren, das ist das, was die Bevölkerung plagt. Das muss gelöst werden. Man muss es nicht unmenschlich machen. Wir haben keine unmenschliche Politik. Sie müssen mal sehen, was wir jetzt schon alles gemacht haben. Schauen Sie mal die Diskussionen jetzt auch in Deutschland. Schauen Sie die Diskussionen auch in Italien. Mir hat der rumänische Zuständige gesagt, ihr Schweizer habt eben das Problem mit der Roma gelöst im letzten Jahr, hat er mir gesagt. Und zwar lobend. Ihr habt sie zurückgeschickt. Die Italiener haben sie nie zurückgeschickt, haben ganze Städte um die Stadt Rom herum. Und jetzt bringen sie es nicht mehr heim. Merken Sie etwas? Wenn man nichts macht, passiert das. Und da müssen wir drücken. Es war ja interessant mit dieser Abstimmung über das Asyl- und Ausländergesetz. Wenn die Linken, die Grünen haben ja gesagt, so, jetzt tun wir den Blocher verdreckeln. Und dann sagen wir, das ist ein Blochergesetz. Sie haben es überall gelesen. Das ist ein Blochergesetz. Darum müssen wir es ablehnen. Das ist ja das Gesetz vom Teufel. Oh, das ist ja das Gesetz zum Teufel. Pille hat mitgemacht und alle Sozialen haben mitgemacht und gesagt, jetzt müssen wir es ablehnen. Jetzt haben 70% zugestimmt, also 70% der Schweizer sind für den Teufel. Das ist ja wirklich interessant. Und Sie müssen sehen, dass in die internationalen Organisationen gehen, ist natürlich auch pekuniär interessant. Also die verdienen viel da in der EU, da können Sie sicher sein, ohne dass sie Verantwortung tragen. Und darum müssen wir den Mut haben, Nein zu sagen und auf der Seite der Bevölkerung sein. Wenn wir nicht im Bundesrat sind und nicht in der Regierung sind in Bern, kommen wir auch weniger in die Versuchung, den anderen ihre Interessen zu vertreten. Also es hat auch wieder Vorteile, hat ja alles immer einen Vorteil. Sie sehen, meine Damen und Herren, die Opposition wird plötzlich noch interessant, aber man muss aufpassen, man darf auch nicht Freude bekommen an der Opposition. Ich bin der Auffassung, das Ziel muss das sein. Wenn wir die Möglichkeit haben, müssen wir in die Regierung und die Sachen dort einbringen. Das gehört dazu, man darf nicht aus Freude und aus Lust und auch nicht aus Rankünen oder aus Hass in der Opposition sein. Opposition heisst auch nicht, dass wir überall Nein sagen. Wenn die anderen das machen, was wir wollen, müssen wir nicht in die Opposition. Nein, meine Damen und Herren, wir sind nicht aus Prinzip gegen alles. Aber wir sind aus Prinzip gegen alles Falsche. Das ist Opposition. Und vor allem in einem Land, wo ja der Großteil der Medien heute, der ist ja als unbequemen Aufpasser, schaltet der ja aus. Die hat nur einen, der es aufpasst, das ist die SVP. Alle anderen, die schwimmen alle mit in dem Brei da. Also ich staune einmal, wie viele andere Bundesräte können machen und was ich mit einer Kleinigkeit, was also wirklich aus Versehen und so weiter war, ja. An den grossen Klopf. Und dann bei allen Medien unisono. Das ist interessant. Hat auch da besser. Es gibt zum Glück ein paar, die jetzt anfangen zu merken, dass sie da nicht mitmachen sollten. Übrigens, im Albisgürtel, wo ich da mal geredet habe, heute sind wegen den Albaner. Ja. Habe ich mir ja bei mündlichen, habe ich nicht gesagt, mutmaßliche Kriminelle. Dabei kann ich am Mundart, kann man nicht mutmaßlich sagen, ich weiß, wie man dem sagt, aber gleich. Sie, das hat 7 Sitzungen gebraucht in der Geschäftsprüfungskommission, wo meine Rede erleuchtet hat, ob ich da etwas Falsches an dieser Rede. 7. Und ich habe ein schriftliches Manuskript abgegeben, wo drin in den Titel steht, sind schon recht drin. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wie viel das da reinhocken, die hören. Ja.
Darum hat doch die Zürcher Zeitung auf der ersten Seite gestern geschrieben, Blocher hat keine Immunität mehr, jetzt könnt ihr ihn packen. Also das sage ich einfach ein für alle Mal an Sie und für die, die zuhören und die hei zuhören und die mich hier vor den Richter bringen wollen. Falls ich mich heute versprochen habe, entschuldige ich mich jetzt schon für alles, was ich gesagt habe. Jetzt muss ich noch sagen, die Opposition trägt den Früchte. Jetzt sind wir ja erst seit dem 12. Dezember, also etwa 5 Wochen in der Opposition. Das ist ja noch nicht lang. Seht, wir haben schon unglaublich viel Erfolg. So viel Erfolg haben wir noch gar nie gehabt in so kurzer Zeit. Kaum bin ich abgewählt gewesen. Das war also am Donnerstag am Morgen definitiv gewesen. Ich bin Fraktionssitzung am Dienstag drauf. Da kommt der Nationalrat Toni Bortoluzzi, schallend, jubilierend in der Sitzung und sagt zu mir, du, heute ist Entschuldigungstag, heute ist Entschuldigungstag. CVP ist auf den Knie. Da habe ich gesagt, was ist denn los? Jetzt musst du hören, jetzt habt ihr heute Morgen einen Gegenvorschlag zu unserer Krankenkassenprämiensenkungsinitiative. Wo 90% der Forderungen, die wir haben, die sie bis jetzt abgelehnt haben, haben die zugestimmt. Ja, wir hätten ja können in der gleichen Woche die Initiativen zurückziehen, hätten wir ja nie fertig gebracht. Zum grossen Leidwesen von der Linken, Grünen und von Herrn Guschmann. Haben die gesagt, ja, das ist jetzt die praktisch erfüllt. Warum? Die haben Angst bekommen von den Leuten. Ich komme ja Briefe über aus diesen CVP-Ländern. Das steht in der grossen Druck. Die haben gesagt, jetzt müssen wir so tun, als wären wir bürgerlich, der SVP ja keine Chance geben. Ja, da kannst du hinterher lehnen und sagen, sehr gut, die Opposition nützt ohne das schaffst, das ist ja das Schönste. In der Bundesratssitzung nach meiner Wegwahl hat der Bundesrat eine Verordnung beschlossen, wonach die Einbürgerungsbehörden Einblick bekommen, die Polizeiakten. Und ich in der Schweiz habe nicht gedacht, das wird nie zugestimmt. Haben zugestimmt. Weil sie denken, ja, wir wollen nicht der Opposition noch eine Möglichkeit geben, zu sagen, das hat der Bundesrat abgelehnt. Sie sehen, gar nicht viel müssen machen. Schon Erfolg. Mit grosser Freude habe ich letzte Woche gelesen, die FDP das jetzt die Arbeitslosenversicherung auch ablehnen. Wie wir? Ja, das ist ja prima, wir sind schon Zweiter. Hätte gar nichts müssen machen. Weil die haben gesagt, wir wollen auch noch ein bisschen bürgerlich sein, ist etwa Zeit. Aber das Schönste, meine Damen und Herren, werden Sie morgen erleben. Sie könnten lachen, hören am Radio. CVP tagt im Kanton Uri, der Innerschweiz. Nachdem sie jetzt 4 Jahre auf uns herumgeprügelt hat, wegen der Asylpolitik, wegen der Sicherheitspolitik, wegen unserer Steuerforderungen. Was werden Sie beschliessen? Unser Programm? Ja, die beschliessen, man müsse die kriminellen Ausländer ausschaffen. Also unsere Initiativen, oder? Die schwarzen Schafe. Sind Sie auch dafür, dass man die raustut? Sie plappern auch unsere Sicherheitssachen an, die sie verhindert haben, wo sie noch Bundesrat sind und wo im letzten Jahr wollten hintertreiben. Sie haben sogar bekannt gegeben, sie für 15% Steuersenkungen. Sie, das ist ja sehr nah, wir sind ja für 20. In der Jugend, Kriminalpolitik, und jetzt wollen Sie gut hören. Die wollen mal beschließen, sie sagen gegen den EU-Beitritt. Der letzte Beschluss in Basel haben sie ohne Diskussion mit einer Gegenstimme beschlossen, sie sagen für den EU-Beitritt. Sie sehen, aber heute ist natürlich einfach für den EU-Beitritt zu sein. Wenn dann die anderen wieder reinwählen, dann sind sie dann schon wieder anders. Aber das ist ja bei der CVP so. Also,
Nicht, dass Sie meinen, ich dürfe mir da zu lang den Kopf mich festfreuen. Es ist klar, die sind jetzt so unter Druck, dass sie eine linke Partei sind. Das hat man jetzt gesehen. Und ich kenne die Briefe aus diesen Stammländern. Ich habe auch viele Briefe von Rücktritt geschrieben, wo die CVP zurückgetreten sind. Muss ich sagen, ich kann da nicht mehr Mitglied sein bei so einer linken Partei. Jetzt wird man morgen sagen, ha, wir sind auch bürgerlich, oder? Aber Sie müssen sich auch nicht zu früh fragen. Wir wissen auch in zwei Wochen, wenn das Gegenteil wieder ein Nutzen ist, plappert die wieder etwas anderes nach, wenn es nützlich ist. Aber freuen wir uns doch wenigstens zwei Wochen. Ich meine, das ist doch immer schön, dass... Aber es zeigt, die anderen sind unter Druck und wir müssen schauen, dass wir von der Opposition so Druck ausüben. Weil das ist in einen Knochen gefahren, wie viele Leute das jetzt zur SVP stehen, nach deren Abwahl. Ich staune auch, was für Leute das bei uns beitreten sind, die sie ihnen auch sagen. Ich hätte das gar nicht gedacht. Sie sehen, vielleicht müssen wir am Schluss in der Opposition gar nicht viel machen. Fordern, da hocken. Warten, bis die anderen übernehmen und mit uns die Hand aufstrecken, dann ist es ja prima. Dann wäre es ja dumm, wir gehen noch im Bundesrat. Schlussendlich, liebe Frauen und Männer, etwas ernsthaft noch zu der Schweiz und Opposition. Schauen Sie, die Schweiz ist so frisch erhalten und gegen ein Ausland viel besser dran. Nicht wegen der Konkordanz, sondern bei uns ist das Volk die Opposition. Das Volk hat die Möglichkeit, Nein zu sagen. Das ist Demokratie. Fürs Ja sagen brauchst du ja keine, weil da sagen sie ja zu Bern schon. Aber die Möglichkeit, Nein zu sagen. Und das hat unser Land frisch gehalten. Die direkte Demokratie. Darum dürfte ja nicht geschmälert werden. Die würde empfindlich geschmälert, wenn wir in die EU gingen. Die Wachsamkeit vom Bürger, von Ihnen, meine Damen und Herren, die ist gefragt, nicht irgendwelche Konferenzen. Und damit ist die Angst vor der Politik, vor dem Widerstand von der Bevölkerung da geblieben. Ich habe doch auch gemerkt in Bern, das habe ich schon früher immer gemerkt, jeder fragt immer, ja, verhebt das vor dem Volk? Ja, das bringen wir nicht durch, ja, das können wir nicht machen, ja, wir müssen es anders machen. Wenn wir das nicht hätten, dann kannst du beschliessen, was du willst. Das sehen wir ja in anderen Ländern. Wenn ich immer das Beispiel, das hat mir so Eindruck gemacht bei den letzten deutschen Wahlen, wo es keine direkte Demokratie gibt. Da sind die CDU in den Wahlkampf gezogen und haben gesagt, 2% Mehrwertsteuer müssen wir machen. Die SP hat gesagt, null, gibt keine Mehrwertsteuererhöhung. Nachher müssen sie miteinander regieren, haben sie gesagt, jetzt müssen wir einen Kompromiss machen. Innerhalb von der ersten Woche hat schon der erste Kompromiss gemacht. Ich habe gedacht, ja gut, das ist halt 1% Mehrwertsteuer. Und der Kompromiss hat geheißen 3%. Also ich sehe, und da kann das Volk nichts machen. Die müssen es zahlen. Bei uns hätte das müssen wir durch, dann wäre es nie durchgebracht. Nie. Hat das Volk Nein gesagt. Er hat gesagt, das ist jetzt auch ein guter Kompromiss. Ich weiß nicht, wie die können rechnen in Deutschland auf Hochdeutsch. 0 und 2 gibt 3, das hatte ich jetzt noch nie gesehen. Wir müssen schauen, dass die Schweiz kräftig bleibt durch die oppositionelle Kraft der Bürger. Und da müssen wir heute trainieren. Da müssen wir den Kopf drehen und sagen, jetzt schauen wir hier hin. Jetzt gibt es Leute, die sagen, aber wir können doch nicht in Bern Opposition sein und in den Kantonen. Das ist doch kein Widerspruch. Dort, wo sie in die Regierung kommen, gehen sie. Dort, wo man sie rausgeht, sind sie in der Opposition. Dort, wo man sie nicht einlässt, sind sie in der Opposition. Wenn sie nicht drinnen sind, sind sie drinnen. Aber drinnen müssen sie dann das vertreten, wo sie gesagt haben vor der Wahl. Der kommt so oder so gut. Also die Schweiz ist ein gutes Land. Weil sie haben, man kann sie schon zur Regierung ausgehen. Aber sie sind dann plötzlich am Schluss, wissen sie nicht mehr, sind sie jetzt stärker als voran. Meine Damen und Herren, wir geben dem Volk eine Stimme, wo andere die Stimme verdrängen.
Und wo immer sich der Widerspruch zwischen den Interessen der Bürger und der Klasspolitik auftut, werden wir Partei nehmen für den Bürger. Im Zweifel sind wir auf der Seite vom Volk. Wir bleiben in der Opposition und kämpfen in der Opposition. Ich freue mich, dass die Schweizerische Partei so steht, auch nach den Wahlen. In dem grossen Vorstand, wo alle Kantone vertreten sind, hat man beschlossen, man bleibt in der Opposition, und zwar mit 62 zu einer Stimme. Zuerst war es 0, da hat einer noch gesagt, nein, er will noch dagegen stimmen. Da habe ich gesagt, ja gut, einer muss dagegen stimmen, damit zum Kanton Bern und Kanton Graubünden immer können sagen, sie seien es gewesen. Aber die, meine Damen und Herren, die haben beschlossen, wir bleiben in der Opposition so lange, bis das Parlament aus unserer Partei Vertreter wählt, wo unser Gedankengut in die Regierung trägt und wo es genehm ist. Dann machen wir dort mit. Wir müssen selber bestimmen, wer unsere Vertreter sind und nicht die anderen. Es geht nicht darum, dass wir irgendeinen wählt und sagt, ja, der ist ja auch Mitglied von der SVP. Nein, wir müssen das bestimmen und sonst sind wir in der Opposition. Ich zähle auf Sie, ich freue mich auf die Tätigkeit und ich bin zuversichtlich, wenn ich in den Saal schaue, wir gehen voran mit dem gleichen Ziel, mit anderen Mitteln. Hoch lebe die Schweiz, meine Damen und Herren! Danke, dass ihr gekommen seid. Das ist gut, ne?